Und Michael, hinter mir, ich übergebe dir jetzt das Wort. Dankeschön. Und ich darf dir die Querdenken-Fahne übergeben. Normal bringen wir immer eine mit, das letzte Mal hatten wir keine. Und ja, hallo Schorndorf. Schön wieder hier zu sein. Ich spreche ein bisschen kürzer, weil die Zeit ist ja schon fortgeschritten. Ich wollte eigentlich aus der Landesverfassung Baden-Württemberg nochmal zitieren, aber das kann ja jeder selbst nachlesen. Aber ich möchte mich trotzdem jetzt direkt mal an die Polizei wenden, weil diese Woche ist ein skandalöser Artikel erschienen, den jeder Polizist kennen sollte. Ein umfangreicher Schriftwechsel, der der Welt am Sonntag vorliegt, zeigt, in der ersten Hochphase der Pandemie wirkte das Haus von Innenminister Horst Seehofer auf Forscher ein. Daraufhin lieferten sie Ergebnisse für ein dramatisches Geheimpapier des Ministeriums. Das Bundesinnenministerium spannte in der ersten Welle der Corona-Pandemie im März 2020 Wissenschaftler mehrerer Forschungsinstitute und Hochschulen für politische Zwecke ein. Es beauftragte die Forscher des Robert-Koch-Instituts und anderer Einrichtungen mit der Erstellung eines Rechenmodells, auf dessen Basis die Behörden von Innenminister Horst Seehofer harte Corona-Maßnahmen rechtfertigen wollte. Das geht aus einem mehr als 200 Seiten starken internen Schriftverkehr zwischen der Führungsebene des Innenministeriums und den Forschern hervor, der Welt am Sonntag vorliegt. Eine Gruppe von Juristen hat den E-Mail-Verkehr in einer mehrmonatigen rechtlichen Auseinandersetzung mit dem RKI erstritten. Im E-Mail-Wechsel bittet etwa der Staatssekretär des Innenministeriums, Markus Gräber, die angeschriebenen Forscher, ein Modell zu erarbeiten, auf dessen Basis Maßnahmen präventiver und repressiver Natur geplant werden können. Die Wissenschaftler erarbeiten dem Schriftverkehr zufolge in nur 4 Tagen in enger Abstimmung mit dem Ministerium Inhalte für ein als geheim deklariertes Papier, das in den folgenden Tagen über verschiedene Medien verbreitet wurde. Darin wurde ein Worst-Case-Szenario berechnet, laut dem in Deutschland mehr als 1 Million Menschen am Coronavirus sterben könnten, würde das gesellschaftliche Leben so weitergeführt wie vor der Pandemie. Und ich habe immer rechtzeitig meine Steuern bezahlt und mir noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Wenn der Innenminister der Bundesrepublik Deutschland ein solch fragwürdiges Handeln an den Tag legt, sollte jeder Polizist gegen einen solchen Dienstherrn aktiv werden. Und ich möchte hiermit an den abgelegten Diensteid erinnern. Jeder Polizist hat geschworen, ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Landesverfassung und das Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Und die Polizei ist dem Grundgesetz und der Landesverfassung verpflichtet und erst dann dem Innenminister, dem die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger, die Abwehrrechte gegenüber dem Staat sind, offensichtlich ein Dorn im Auge sind. Ja, und ich war ja vor, ich glaube, knapp 4 Wochen hier und Schorndorf nennt sich ja die Daimlerstadt und vielleicht ist ja auch deshalb hier alles etwas teurer. Im Nachgang zur Demo habe ich nämlich einen Bußgeldbescheid erhalten. Ihnen wird zur Last gelegt am 15.01.2021 von 17.05 bis 17.15 Uhr in Schorndorf Marktplatz folgende Ordnungswidrigkeit begangen zu haben. Sie sind als Teilnehmer einer öffentlichen Kundgebung mit Aufzug unter freiem Himmel einer vollziehbaren Auflage der zuständigen Behörde nicht nachgekommen. Sie haben auf dem Versammlungsgelände in Schorndorf in der Zeit von 17.05 bis 17.15 Uhr, also 10 Minuten, keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Und der Bußgeldbescheid geht über 529,90 €. Also jede Redeminute kostet 50 Euro. Ich wollte mich heute zwar nicht kürzer fassen, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit habe ich jetzt doch das Zitat der Landesverfassung ausgelassen. Aber vielleicht können ja auch Netzpolitik.org und Herr Böhmermann einmal aktiv werden und das lukrative Geschäftsmodell mit Bußgeldbescheiden transparent darstellen.
Ja, und jetzt ist sie da, die Wirtschaftskrise. Alleine heute gab es 2 Artikel in der Stuttgarter Zeitung. Protest in Untertürkheim und Feuerbach, wie die Beschäftigten in der Pandemie um ihre Jobs kämpfen. Und Gastronomie im Ruhrkreis. Wir rechnen mit 25% Insolvenzen. Und das ganze Jahr wurde über die Leitmedien suggeriert, dass die wirtschaftlichen Folgen der katastrophalen Reaktion der Bundes- und Landesregierungen sich in Grenzen halten würden. Viele müssen jetzt einsehen, dass das, was in der Zeitung steht, nicht immer der Wirklichkeit entspricht. Und ich hatte ja bereits in meiner Rede am 31.05. auf der Demonstration auf der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart gesagt, ich muss der Bundeskanzlerin recht geben in ihrer Aussage, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist. Zumindest, wenn man es so versteht, dass die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen unsere Gesellschaft noch lange beschäftigen werden. In den USA gibt es derzeit 40 Millionen Arbeitslose. Das sind 40 Millionen Menschen, die ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Sie werden auch weniger Produkte kaufen können und damit zu einer schnellen Erholung V-Kurve beitragen. In Deutschland gibt es derzeit mehr als 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Wie viele davon in ihren Job zurückkehren können, wird sich zeigen. Allerdings zeigen sich die ersten Wellen der Massenentlassungen, nämlich zum Beispiel bei der Lufthansa 10.000 und bei ZF 15.000. Gleichzeitig sind klein- und mittelständische Betriebe, die Gastronomie und Hotels, die Busunternehmen und diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen in existenziellen Nöten. Und das war mein Ausblick vor 8 Monaten. Es zeigt sich doch, dass unsere Theorien einen gewissen Wahrheitsgehalt haben, auch wenn alle in den Medien es immer anders darstellen. Und wir stehen hier nicht nur für die Gastronomie, den Einzelhandel, die Fitnessstudios, Friseure, Kosmetiker und Künstler, die nach Grundgesetz Artikel 12 ein Recht auf freie Berufsausübung haben, sondern für alle Beschäftigten jeder Branche. Und deshalb rufe ich alle dazu auf, gemeinsam mit uns für eine sofortige Beendigung der Corona-Maßnahmen aufgrund frei festgelegter Zielwerte, zunächst keine Überlastung des Gesundheitssystems, dann der R-Wert, dann 50, jetzt 35 zu demonstrieren. Die wirtschaftlichen Folgen betreffen euch und der Regierung ist es egal. Und der Staat meint es ja gut mit uns. Dank geschlossener Friseure frieren wir jetzt bei den Demos nicht. Und wir können ja auch noch Kniebeugen machen und in die Hände klatschen. Dafür zahle ich aber keine Steuern. Ja, und wie geht es weiter im Jahr 2021? Querdenken ist als außerparlamentarische Bewegung gestartet und das bleibt auch so. Wir fordern die Aufhebung aller Einschränkungen unserer Grundrechte, die Aufhebung der Corona-Maßnahmen und die Wiederherstellung der Parlamente. Die derzeitigen Verordnungen. Die derzeitigen Verordnungen werden durch die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten erlassen, ein Gremium, das es im Grundgesetz gar nicht gibt. Und auch die Verfassungsrichter haben das erkannt. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Stefan Habert, hat die Rolle der Parlamente bei den Entscheidungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hervorgehoben. Je wichtiger die betroffenen Rechtsgüter sind, desto stärker ist das Gesetzgeber zur Entscheidung berufen, sagte Habert der Düsseldorfer Rheinischen Post. Die wesentlichen Entscheidungen müssen vom Parlament getroffen werden und genau das ist es, was wir bereits seit Monaten fordern. Und wir sind Demokraten, wir sind eine friedliche Bewegung, in der Extremismus, Gewalt, Antisemitismus und menschenverachtendes Gedankengut keinen Platz hat. Und die Idee und die Ideale von Querdenken sind, wir reden mit allen, die friedlich und gewaltfrei agieren, egal wie sie von Dritten bezeichnet werden. Wir öffnen einen freien und demokratischen Debattenraum. Wir stehen für Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das ist der Debattenraum, in dem wir uns bewegen. Querdenken steht für Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, Freiheit, Frieden und Wahrheit. Deshalb habe ich diese Woche
3 Demonstrationen angemeldet. Wollt ihr wissen, wann die sind? Also, die erste findet am 3.4.2021 auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart statt. Wollte ursprünglich den 17.4. nehmen, weil das war ja der Tag, an dem das Bundesverfassungsgericht die Versammlungsfreiheit wiederhergestellt hat. Aber es wird eventuell ab dem 17.4. einen Mini-Wasen geben, sodass ich das Risiko nicht eingehen wollte, dass aufgrund nicht vorhandener Versammlungslokalitäten eine etwas größere Demo ausfallen kann. Ja, die zweite Demonstration wird stattfinden am 1.8. in Berlin auf der Straße des 17. Juni. Und die dritte wird stattfinden am 29.8.2021 in Berlin auf der Straße des 17. Juni. Und ich freue mich, mit euch in Stuttgart und Berlin das Jahr der Freiheit und des Friedens einzuleiten. Und schließen möchte ich heute mit diesen Worten: Die Zukunft gehört den Menschen, die ihrem Herzen folgen, egal was die Kritiker sagen. Denn es sind die Außenseiter, die die Welt verändert haben und die einen echten und bleibenden Unterschied machen. Und damit, Schorndorf, vielen Dank.